Einschusslöcher in den Fenstern des Büros des SPD-Politikers Karamba Diaby in Halle. BürgermeisterInnen wie Arndt Focke aus Esdorf bei Nienburg treten nach Bedrohungen zurück. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf dessen Privatgrundstück. Vermehrt sind in den letzten Monaten AmtsträgerInnen angegriffen worden. Bundesweit wird jetzt darüber diskutiert, wie man sie besser schützen kann. Ministerpräsident Stefan Weil sieht die gesamte Gesellschaft in der Pflicht, sich zur Wehr zu setzen. Wir erleben schon, dass generell die Hemmschwellen absolut gesunken sind, einfach mal alles rauszulassen, was man sich so denkt, häufig auch im Netz und unter dem Schutz der Anonymität. Und was ich mir wirklich wünsche, ist nicht nur ein stärkeres Eingreifen des Staates, da können wir sicherlich besser werden, sondern vor allen Dingen auch einen ganz klaren Widerspruch von vielen anderen. Das sind immer nur Minderheiten, aber es sind sehr lautstarke Minderheiten. Und wenn das so ist, dann muss wahrscheinlich die Mehrheit auch sehr viel lauter als bisher sagen, das ist nicht eine Gesellschaft, in der wir leben wollen und wir sind mehr als ihr. Für Oberbürgermeister Belit Onay ist der Hass kein Phänomen, das sich auf die Politik beschränkt. So seien auch immer wieder Menschen aus dem kirchlichen oder künstlerischen Bereich Ziel von Attacken. Es sind unterschiedliche Menschen, die für Demokratie, für Vielfalt, für eine vielfältige, gewaltfreie Gesellschaft einstehen. Und diese Menschen werden von leider einer lautstarken Minderheit allerdings angegriffen, angefeindet. Und da müssen wir als Gesellschaft auch dagegen stehen. Diese Solidarität in diesem Fall darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Es ist ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft und nicht nur auf die Betroffenen, weil sie an den Grundpfeilern unseres Zusammenlebens, unseres gemeinsamen Wesens hier rüttelt. Und das dürfen wir als Stadtgesellschaft und auch als gesamtes Land nicht hinnehmen. Innenminister Boris Pistorius nimmt in diesem Zusammenhang vor allem auch einen virtuellen Ort in den Blick, der mittlerweile für Verrohung und Hass berüchtigt ist. Die sozialen Netzwerke. Wir haben eine Bundesratsinitiative in Vorbereitung, die demnächst hier in Niedersachsen auf den Weg gebracht werden wird, wovon ich ausgehe, die zum Gegenstand hat, dass, wenn es um Hass im Internet, Beleidigungen, Bedrohungen geht, nicht nur Plattformen wie Facebook und andere in die Pflicht genommen werden, das zu melden, sondern auch Spieleplattformen wie Twitch zum Beispiel, aber es gibt auch andere, weil auch dort jede Menge Kommunikation stattfindet. Das ist, glaube ich, einleuchtend, dass man sie davon nicht ausnimmt. Und der zweite Punkt ist, dass wir der Auffassung sind, dass man User auf entsprechenden Plattformen identifizieren können muss. Das heißt, wir wollen die Betreiber verpflichten, ihre User zu identifizieren, bevor man sie zulässt. Deswegen kann trotzdem jeder mit einem anonymen Nick im Internet unterwegs sein, wenn er das möchte. Niemand soll gezwungen werden, sich öffentlich mit seinem Namen zu äußern. Aber wenn dann Straftaten begangen werden, Drohungen, Beleidigungen, Volksverhetzung oder anderes, dann können die Sicherheitsbehörden, wenn diese Daten vorliegen, die Identifikationsdaten beim Betreiber, viel schneller darauf zurückgreifen, müssen nicht auf die IP-Adresse sich ausschließlich verlassen. Das heißt, die Strafverfolgung passiert schneller und damit auch die Wirkung, die es haben soll. Auf Bundesebene schlägt die SPD einen Krisengipfel vor. Ein Plan gegen Hasskriminalität soll von der Regierung ausgearbeitet werden.